Mobile Instrumententische mit integrierter TAV-Strömung durch HEPA-Filter H14 sorgen für größtmögliche Sterilität der Instrumente und des OP-Feldes während der Operation im OP-Raum. Diese Geräte reduzieren das Risiko einer Infektion im OP-Saal und sind zudem auch noch preisgünstig. Jeder OP-Raum und Eingriffsraum kann sehr schnell und einfach nachgerüstet werden, ohne teure Umbauarbeiten. Funktionsweise. Die Geräte werden in der Regel möglichst nah am OP-Gebiet angebracht und reinigen die OP-Luft durch einen hochreinigenden, sogenannten HEPA-H14-Filter von Partikeln und Mikroorganismen zu 99,99%. Der nahezu keimfreie Luftstrom bildet durch Überdruck einen Schutzbereich, welcher die Instrumente und das OP-Feld schützt. Der Schutzbereich wird von schwebstoffgefilterter Luft überflutet und von der übrigen Umgebung dynamisch abgeschirmt, also auch gegen die von den anwesenden Personen abgebenden mikrobiell besiedelten Hauptpartikel. Aufgrund der horizontalen Strömung wird dieser weder durch OP-Leuchten noch das OP-Mikroskop behindert. Bei konventionellen raumlufttechnischen Anlagen strömt die gefilterte ultrareine Luft zuerst in Richtung Fußboden und verteilt sich dann im gesamten OP-Raum. Der Fußboden ist selbst bei intensivsten Hygienemaßnahmen grundsätzlich immer mit Keimen belastet, die dann wiederum im OP-Raum verteilt werden und somit auch potenziell ins OP-Gebiet gelangen können. Bei dem fokusorientierten TAV-Gerät Operio wird die gefilterte ultrareine Luft hingegen direkt auf die Instrumente und das OP-Feld geführt und verteilt sich erst danach im OP-Raum. Man schützt somit genau den wichtigsten Bereich im OP, nämlich die Instrumente und das OP-Feld. Durch dieses Prinzip erreicht man im OP-Feld und auf den Instrumenten eine um bis zu 95% niedrigere Keimbelastung im Vergleich zu einer konventionellen raumlufttechnischen Anlage. Je weniger Bakterien direkt oder indirekt über die Instrumente in die OP-Wunde dringen, desto weniger Antibiotika ist notwendig, um diese Keime wieder abzutöten. Im gesamten Schutzbereich kann man so eine extrem hohe Keimarmut erreichen, welches durch verschiedene Studien belegt werden konnte. Im Gegensatz zu einem konventionellen 1B-Operationssaal können die Instrumente immer im Schutzbereich mit dem mobilen TAV-Gerät vorbereitet werden, unter Wahrung der Asepsis. Beim konventionellen 1B-OP-Saal gibt es dagegen gar keine Schutzzone, weder für das OP-Gebiet noch für die Instrumente. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Keimbelastung beim 1B-OP-Saal sogar 63 koloniebildende Einheiten überschreitet und das schon nach nur einer Stunde OP-Zeit. Um die sofortige Einsatzbereitschaft und die Sterilität des Operationsfeldes zu gewährleisten, wird vor der Operation eine sterile Abdeckung angebracht. Die elektrische Höhenverstellung der Geräte kann sowohl vom sterilen OP-Personal als auch vom übrigen OP-Personal ausgeführt werden. Die Geräte verfügen über ein integriertes Rückverfolgungssystem, welches den Gebrauch der Geräte während der OP dokumentiert. Ein Laserring kann bei Bedarf eingeschaltet werden zur Visualisierung des Schutzbereiches des sterilen Luftstromes. Des Weiteren verfügt Operio über einen abnehmbaren Instrumententisch, welcher in verschiedenen Größen erhältlich ist. Dieser sorgt dafür, dass die Instrumente schon während der Vorbereitungsphase wirksam geschützt werden. Anschließend wird der Instrumententisch einfach zum OP-Gebiet verschoben und der Schutzbereich wird dann auch um das OP-Gebiet erweitert. In der Augenchirurgie sind aseptische Bedingungen besonders wichtig, da die Folgen einer postoperativen Endophthalmitis verheerend sind. Aufgrund der Kürze der Eingriffe gibt es gerade in der Augenchirurgie einen sehr hohen Patientenfluss im OP. Diese Patienten können selbst Keime in den OP mitbringen, die dann auch für nachfolgende Patienten zum Risiko werden können. Durch die kurzen Pausen zwischen den einzelnen Operationen ist es mit konventionellen raumlufttechnischen Anlagen kaum möglich, den kritischen Bereich der Instrumente und des OP-Feldes immer keimarm zu halten. Ein großer Vorteil des Operio-Geräts besteht jedoch gerade in der Möglichkeit, dieses sehr nah im OP-Bereich zu platzieren, sodass insbesondere die wichtigen Bereiche der Instrumente und das OP-Feld extrem keimarm sind. Außerdem sind die Geräte mobil und extrem schmal, sodass diese auch bei sehr kleinen OP- und Eingriffsräumen sofort eingesetzt werden können, ohne irgendwelche Umbauarbeiten.
Die mobilen TAV-Geräte sind eine ideale Lösung, um Operationen auch im ambulanten Bereich kostengünstig auszuführen.